Der Mann hat sich extra schick gemacht für die heutige Ausgabe von Update Medien an diesem 10. August 2019. Es geht wie immer um die Gamescom, die übernächste Woche anfängt. Es geht um Huawei, die ein eigenes Betriebssystem vorstellen. Und es geht um Disney, die Neuauflagen planen von vier Fox-Filmen. Das alles jetzt. Und damit willkommen zu Update Medien am heutigen Samstag. Ja, ich habe mir mal gesagt, ich stelle mich mal unter die Gartenschere. Nicht nur bei der Frisur, sondern auch beim Bart. Ich hoffe, euch gefällt's. Jetzt sehe ich wahrscheinlich nicht mehr so pennerhaft aus. Gott sei Dank, steht ja auch was Wichtiges an. Willkommen bei Update Medien am heutigen Samstag. Ja, letzte Sendung vor der Sommerpause, das muss ich auch nochmal sagen. Wir haben später gleich im internen Bereich auch noch eine Menge zu erzählen, denn gestern gab es auch noch eine wichtige Meldung für alle Pokémon-Fans hier bei der Echo TV. Dazu später mehr. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, jetzt auf derechotv.de gehen, da steht eine News darüber. Fangen wir aber erstmal mit dem Event des Jahres an, was für uns ja auch bei der Echo oder für mich hier bei der Echo TV auch sehr wichtig geworden ist in den letzten 2 Jahren. Es geht um die Gamescom. Nächste Woche, also sprich die Woche drauf, geht es schon los. Ich bin schon nächstes Wochenende drüben, deswegen ist auch wegen der Sommerpause, aber dazu später mehr. Und es wurde natürlich wieder was bekannt gegeben, und zwar nämlich geradewegs zur neuen Entertainment Arena oder zur neuen Event Arena, die nämlich in Halle 11.3 ist. Wie wir wissen, Blizzard hat ja vor einigen Monaten bekannt gegeben, nicht auf der Gamescom in diesem Jahr vertreten zu sein, und nun mussten die Köln-Messe und halt natürlich der Branchenverband Game, die ja beides die Gamescom ja halt planen, beziehungsweise die Köln-Messe stellt die Hallen zur Verfügung, das Ganze umplanen. Nun hat man ja dann gesagt, okay, Halle 11.3 wird zu einer zu einer Riesen-Event-Area, und dort finden besondere Dinge statt. Am Montag zum Beispiel, am 19. August, also sprich ein Tag vor dem, bevor die Fachpresse nämlich rein darf, gibt es unter anderem die Opening Night live, nämlich wer dabei sein will, 4,50 € das nur in Kombination mit dem Tagesticket. Ich glaube, für Presse ist es frei. Einige können sogar von dort aus dann halt einfach mal rein. So ist es halt wichtig. Moderator Jeffrey Knightley wird nämlich dann die Highlights der Gamescom nämlich bringen, und auch Weltpremieren werden dort angekündigt. Unter anderem habe ich mitgekriegt, Hideo Kojima wird da sein, und es wird was Neues zu Death Stranding geben. Außerdem geplant ist unter anderem am ersten Tag der Besucher Gamescom, also sprich, wenn die Gamescom auch für Besucher aufmacht, gibt es nämlich ab 15 Uhr am 21. August nämlich das Grand Final der Asphalt eSports Series presented by Black Shark. Und das hatten sich in den vergangenen Monaten weltweit bei Asphalt 9 Legends nämlich gemessen. Jetzt geht es natürlich auf der Gamescom um ein Preisgeld von rund 20.000 Euro. Einen Tag später gibt es dann wieder die Meisterschaft, und zwar nämlich die Meisterschaft in Counter-Strike auf der Eventbühne von der ESL nämlich. Den Start macht am Morgen ein Beat the Legends Showmatch. Am Mittag geht es dann um die deutsche E-Sport-Meisterschaft und um den beliebten Shooter, wo es ein Preisgeld von rund 32.000 Euro gibt. Dann am 23. gibt es das Riot Games Premier, die Riot Games Premier Tour. Also die Premier Tour ist das wichtigste League of Legends Turnier in Deutschland, und es wird in diesem Jahr zum zweiten Mal auf der Gamescom auch noch ausgetragen. Hier wird nämlich auch der Sieger des Summer Cups ermittelt, der nämlich dann im deutschsprachigen Raum Europa vertreten wird. Ja, weitere Infos sind aber auch noch nicht bekannt, denn unten in der Videobeschreibung, da gibt es auch einen entsprechenden Link, den wir nämlich für euch zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise von den Kollegen von Game Pro. Da gibt es nämlich dann auch weitere Infos dazu, wie es nämlich ausschauen wird, was nämlich sonst noch so in der Event Arena geplant ist. Es wird ja auch noch viele andere Sachen geben. Da wollen wir euch auf derchotv.de, nämlich über die Gamescom-Woche, euch darüber informieren. In der Woche wird es auch eine Thema-Ausgabe geben, ausnahmsweise, wo es sich auch mit der Gamescom beschäftigt, wird aber vom Stand vor der Gamescom sein, denn die wird in der kommenden Woche, bevor ich da nach Köln fahre, aufgezeichnet. Kommen wir dann zum Film, und da geht es ja im Moment recht rund, wenn wir über Remakes und Realverfilmungen reden, geradewegs beim Thema Disney. Vor kurzem kam ja jetzt erst König der Löwen als Realverfilmung raus. Viele aus meiner Generation kennen den ja noch als Zeichentrickfilm. Vielleicht wart ihr schon drin in der Realverfilmung und wart
sagen wir mal, semi-begeistert. Ich war zumindest begeistert, um das Ganze, um mal ehrlich zu sagen. Aber nun gut, darum geht es eigentlich nicht. Denn es geht vielmehr in den Bereich Remakes, muss man eigentlich auch nochmal sagen. Denn da gibt es geradewegs nämlich neueste Informationen. Disney-Chef Bob Iger hat nun erklärt, dass für Disney Plus, dem neuen Streamingdienst, der im Herbst ja in den Staaten starten wird, und nächstes Jahr in Deutschland, will man nämlich Kinohits neu verpacken. Entweder als Serie oder auch als neuer Film. Unter anderem mit dabei Kevin allein zu Hause. Ja, Home Alone als amerikanischer, als Originaltitel. So zum Beispiel aber auch Nachts im Museum, ein Dutzend billiger und Gregs Tagebuch sollen neu erzählt werden für die jüngere Generation. Also nicht wieder unsere, also sprich meine, zum Beispiel Jahrgang 89, muss man so sagen. Und nun stellt man sich auch die Frage, wie wird denn das die Neuauflage von Kevin allein zu Hause aussehen? Macaulay Culkin, der inzwischen nun 38 Jahre alt ist und nach seinen ganzen Eskapaden mit Drogen und Alkohol sich nun im Griff gekriegt hat, wird wohl definitiv nicht mehr mit dabei sein. Vielleicht baut man ihn irgendwie ein, man weiß es nicht genau, kann man so oder so sehen. Nun wird ein neuer Junge, ein neuer Kevin quasi gesucht. Klingt auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, ein neuer Kevin. Aber nun gut. Denn es gab ja bis 1997 gab es schon einen dritten Home Alone Film. Dieser hieß ja dann wieder Allein zu Hause und dort übernahm dann unter anderem der Schauspieler Alex D. Linz die Hauptrolle des Kevins. Und zwischen 2002 und 2012 gab es dann noch weitere aus diesem Kevin-Franchise, wie zum Beispiel Kevin allein gegen alle oder Allein zu Hause der Weihnachtscoup. Und so gesehen haben die aber auch nichts mehr damit zu tun gehabt, wie zum Beispiel mit den beiden Kevin allein zu Hause und Kevin allein New York. Das sind weiterhin Weihnachtsklassiker, die auch im Übrigen an Weihnachten immer stattfinden, mal auch außerhalb Weihnachten, aber nun gut. Und auch eher wohl weiter geguckt werden können. Revolutionär kommt die Ansage von Bob Iger also nicht daher, denn er verspricht auch, dass das Remake die gleichen Standards und die gleichen Kreativität haben soll wie damals vor fast 3 Jahrzehnten, also als der Film 1990 in die Kinos kam. Werden wir sehen, ob das Ganze dann auch einen Erfolg haben wird. Wir werden das spätestens wahrscheinlich in ein paar Jährchen auf Disney Plus sehen. Eure Meinung gerne dazu in die Kommentare und welche und wo würdet ihr euch gerne ein Remake davon wünschen, eines Films. Muss nicht nur unbedingt von Fox sein, wo sich ja Disney ja sagen wir mal, bedienen kann, weil man ja die Filmsparte und auch die Seriensparte von Fox ja gekauft hat, sondern generell auch aus den anderen Universen, sei es auch von Universal zum Beispiel oder so. Schreibt es mal euch gerne in die Kommentare, ich würde es gerne von euch wissen wollen. Und gleich bei uns, nach den News der Woche, geht es um Huawei. Da gab es ja vor einigen Wochen ja eine Entscheidung der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump, wo es nämlich hieß, dass Huawei sanktioniert wird wegen Spionage. Deswegen auch Google, nämlich die ja unter anderem bekannt sind für Android-Geräte, ne, also für das Betriebssystem Android, an Huawei keine Updates mehr schicken müssen. Auch nicht an die neuesten Handys. Handys, die derweil schon länger als ein Jahr alt sind, haben es noch bekommen, beziehungsweise bekommen es auch weiterhin. Derweil ist das alles etwas gelockert worden, dennoch will Huawei mit einem eigenen Betriebssystem durchstarten und das wurde nun in dieser Woche präsentiert. Wie es heißt und wie die Meinungen dazu sind, das gibt's gleich nach den News der Woche. Mit dem Beginn der neuen Fußballsaison in Deutschland ändert Amazon seine Strategie im Bereich Audioübertragungen der Fußball-Bundesliga und des DFB-Pokals. Ab sofort können alle Amazon-Kunden die Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, des DFB-Pokals und die deutschen Spiele in der UEFA Champions League live hören. Bislang war ein Prime-Konto nötig. Damit will Amazon offenbar seine Echo-Lautsprecher und andere Alexa-fähige Geräte weiter pushen, berichtet dwdl.de. In der neuen Saison will Amazon 15 Minuten vor und nach den Spielen auch weiterhin eine Berichterstattung anbieten. Spiele, die gleichzeitig laufen, würden weiterhin mit einer Konferenz ausgestattet. Neu ist auch eine wöchentliche Bundesliga-Zusammenfassung mit dem Namen Lage der Liga, wo es Informationen und die emotionalsten Momente der jeweiligen Spieltage geben soll. Am Mittwoch wurde von Pokémon ein neues Video zu den neuen Editionen Schwert und Schild veröffentlicht. Sie zeigen die neuen Galar-Formen, neue Pokémon und auch die Rivalen des Protagonisten. Neben den neuen Pokémon aus der Galar-Region wurden auch neue Pokémon aus der Region vorgestellt. Es heißt Morpeko und ist ein Elektro-Unlicht-Pokémon, was sich mit der Attacke Aurarad zu einem Unlicht-Pokémon verändern kann. Außerdem lernen wir zwei neue Rivalen des Protagonisten kennen. Sie heißen Betsy und Mary. Doch es gibt auch ein neues Team mit dem Namen Team Yell, was der Fanclub der Rivalin Mary ist.
Bei einem öffentlichen Forum der amerikanischen Federal Trade Commission zum Thema Mikrotransaktionen in Videospielen haben die drei großen Konsolenhersteller Sony, Microsoft und Nintendo sich zu einer neuen Richtlinie zum Umgang mit Lootboxen auf freiwilliger Basis verständigt. Die Richtlinie soll insbesondere für neu erscheinende Spiele gelten, aber auch für Spiele, die derartige Mechaniken schon eingeführt haben. Einige Publisher haben sich auch dieser Richtlinie verpflichtet. Dazu zählen unter anderem Activision Blizzard, Disney, Epic Games, Square Enix, Take-Two und Ubisoft. Dadurch hoffen beide Behörden, dass die Richtlinie dazu führt, dass die Konsumenten beim Kauf von Lootboxen die benötigten Informationen bekommen, um einen Kauf zu machen. Schon seit einiger Zeit haben sie an einer Lösung zum Thema Lootboxen gearbeitet. Diese Richtlinie ist das Ergebnis eines fortlaufenden Workshops. Ja, recht interessant, muss man auch sagen. Also Lootboxen in den USA können weiterhin verwendet werden, außer dann natürlich mit dem Zusatz, was dafür gemacht werden muss. Ist in Europa ein bisschen schwer, denn unter anderem in Belgien wird das Ganze als Glücksspiel angesehen. Einige Hersteller haben ja schon reagiert. Nintendo zum Beispiel hat ja die ganzen In-App-Käufe für Spiele unter anderem aus dem App-Stores entfernt. Also geradewegs für die mobilen Spiele. Sonst muss man sehen, wie das Ganze dann auch ablaufen wird. Derweil sind sie ja auch in Deutschland sehr, sehr umstritten. Ein heikles Thema, kann man dazu sagen. Soviel dann zu den News der Woche. Mehr News gibt es wie immer auf unserer Homepage auf derchotv.de. Ihr besitzt wahrscheinlich alle ein Huawei-Handy. Ne? Ich besitze ein Honor, also die Tochterfirma von Huawei. Und ja, das ist sehr gut, muss ich dazu zugeben. Ich habe es knapp ein Jahr, knapp zwei Jahre eigentlich schon, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und bin recht zufrieden, muss ich zugeben. Wir wissen aber auch, dass in den USA Huawei, sagen wir mal, eher als schlecht dargestellt wird. Nicht wegen der Technik, sondern wegen möglicher Spionage. Das behauptet die US-Regierung von US-Präsident Donald Trump. Und deswegen drohen Sanktionen oder es gab Sanktionen, wo es unter anderem auch darum ging, dass man nämlich zum Beispiel keine Updates mehr für Huawei-Handys und Honor-Handys von Android kriegen konnte, weil Google ein US-Konzern ist, ganz einfach. Nun hat aber Huawei in dieser Woche sein eigenes Betriebssystem vorgestellt. Es heißt Hongmeng und soll quasi ein eigenes Betriebssystem sein. Hongmeng heißt es in China, außerhalb wird es den Namen Harmony bekommen und man wolle der Welt mit dem neuen Betriebssystem auch, so sagt es halt, dass der Name mehr Harmonie und Bequemlichkeit bescheren, sagte der Spitzenmanager von Huawei, Yu Shengdong alias Richard Yu. Das neue Betriebssystem soll aber auch nicht nur auf Smartphones laufen, sondern auch zum Beispiel auf Smartwatches, auf Tablets und anderen Geräten, so auch zum Beispiel auf dem Fernseher. Ja, klingt jetzt richtig spannend, könnte man eigentlich sagen, aber man könnte auch mit dem einem zugekniffenen Auge auch sagen, Moment mal, in den USA heißt es doch, ja, dem wird doch Spionage vorgeworfen. Man muss auch sagen, Huawei ist ja auch ein chinesischer Staatskonzern, um natürlich auch zu sagen, dass nämlich so entsprechend die, ja, entsprechenden, ja, Daten ausgewertet werden können. Ist ja so gesehen, Huawei sagt es ja nicht, dass sie das ja tun. Ne? Sagen sie es ja nicht. Bis das Ganze aber dann auch auf Huawei Smartphones erscheinen wird, also Harmony, wird es noch weiterhin dauern. Die Smartphones des chinesischen Telefonkonzerns sollen natürlich auch weiterhin mit Android laufen. Das ist jetzt auch nicht, um jetzt irgendwie Panik auszulösen bei denjenigen, die sagt, ja super, jetzt darf ich mir wieder ein scheiß Samsung holen oder ein doofes iPhone oder ein, keine Ahnung, oder ein anderes chinesisches Handy und so weiter und so fort oder, keine Ahnung, Nokia. Ne? Heißt Nokia, ist aber kein Nokia, so wie früher. Dennoch wird man weiterhin auch sagen können, gut, wir können irgendwann einfach sagen, ja, wir stellen um und werden keine Handys mehr mit Android, sondern jetzt mit Harmony bauen oder wie es halt heißt, Hongmeng, so viel dazu. Und wann das sein könnte, das weiß man nie genau. Das kann wahrscheinlich auch dazu kommen, dass auf einmal die Sanktionen aus den USA so richtig streng werden, dass man dann sagen kann, okay, wir rollen jetzt das Betriebssystem auf den neuesten Smartphones von Huawei und Honor aus und dann ist Schluss mit lustig. So viel kann man dazu sagen. In China werden ja die Medien ja auch kontrolliert. Die berichten euphorisch darüber, über die Vorstellung des Betriebssystems von Huawei. Tatsächlich hat das Ganze auch eine sehr politische Komponente. Wie ich es ja schon mal erklärt habe,
Überwachung. Ne? Der chinesische Staat überwacht gerne. Wir wissen ja, was ja im Moment auch so los ist, auch gerade wegen in Hongkong. Ist eher was Politisches, deswegen ist hier nicht reingehört. Internationale Experten aber reagieren zunächst auch zurückhaltend über das neue Betriebssystem von Android, nämlich ein wertvolles. Vollwertiges Betriebssystem zu entwickeln, zumal eines, das auf verschiedenen Geräten stabil laufen soll, sei eine sehr komplexe Angelegenheit. Der Chefredakteur des Blogs TechNote, John Artman, das sich ja mit Techniktrends aus China ja auch unter anderem auskennt oder beschäftigt, sagte dazu, Zitat, Betriebssysteme zu programmieren ist schwierig, denn man muss es schaffen, die Hardware, also das Gerät mit der Software zu verbinden. Ja, kennt man ja von Windows, kennt man ja von iOS, kennt man von macOS und von allen Betriebssystemen, die es eigentlich auf der Welt gibt, die man auch benutzen kann. Ob es generell auch außerhalb Chinas, sagen wir mal, zu bekommen ist, das steht auch noch in den Sternen. Man versucht ja sowieso geradewegs ja auch irgendwie die Wogen mit der US-Regierung zu glätten, damit man halt weiterhin auch Android-Smartphones verkaufen kann, denn es würde dann halt auch für neue Konkurrenz sorgen, quasi nicht nur das Betriebssystem Harmony von Huawei, sondern auch generell dazu, dass dann auch die Konkurrenz anderswo, nämlich Samsung, wieder stärker werden könnte. Kann im Moment passieren, sieht aber wahrscheinlich auch im Moment nicht dazu aus. Deswegen gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr darüber diskutieren wollt. Ja, und damit sind wir auch schon durch mit unseren Hauptthemen hier bei Dercho TV, bei Update Medien besser gesagt, und wir kommen zu Dercho TV an sich selbst. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist dies die letzte Update Mediensendung vor der Sommerpause. Nächste Woche bin ich nämlich schon in der Nähe von Köln an meiner Schlafplatzunterkunft für die Gamescom, denn das Wochenende danach startet nämlich die Gamescom in Köln. Da haben wir ja schon darüber berichtet. Wir werden darüber auch berichten. Ich habe einige Termine, da werden wir auch Artikel dazu schreiben, so wie wir es eigentlich letztes Jahr gemacht haben. Und wir werden uns auch die neuen Bereiche angucken, wie die Event Arena und vieles mehr, was man ja so umstellen musste, weil ja einige Publisher abgesagt haben. Danach das Wochenende ist ja halt auch immer noch Gamescom, beziehungsweise nur der Samstag. Der Sonntag ist dann halt zum Ausruhen da. Wenn es irgendwie klappen sollte, wird es wenigstens Update Sport geben. Das wird aber eher unwahrscheinlich sein. Fällt auch geradewegs dann zum Bundesliga-Auftakt mit den ersten beiden Spieltagen, die es dann halt nur zusammengefasst wie immer auf dercho.tv.de geben wird, je nachdem, wenn ich die Zeit dazu finde. Generell wird es aber neue Update-Ausgaben ab dem 30. August wieder geben, also sagen wir mal so kurz vor dem Monatswechsel, wo wir dann halt auch sagen müssen, dass Update Sport dann erstmal für eine längere Zeit dann nicht da sein wird, denn am 1. September wird ja ein neues, wird es nämlich Landtagswahlen geben, am 1. September, nämlich an dem Sonntag. Und da werden wir live auf Twitch dann und natürlich auf dercho.tv.de/live hier auch dann das Ganze präsentieren. Die zweite Meldung, die ich dann für euch habe, ist, wir starten wieder mit einem Pokémon-Let's Play. Wie ich es ja gestern bekannt gegeben habe, wird nämlich Pokémon Feuerrot eine zweite Chance geben. Die erste Folge ist schon aufgenommen mit einem kleinen technischen Fail, nämlich, dass ich anstatt das Headset-Mikrofon das Mikrofon genommen habe. Sollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich tue es trotzdem, weil ich ein bisschen transparent ja hier sein möchte und halt auch sagen möchte, wie ja, wie das Ganze halt auch nochmal irgendwie ablaufen sollte und so weiter und so fort. Ja, deswegen wird es ab dem 2. September dann sofort losgehen, also direkt nach der Gamescom wird es die erste Folge geben, montags um 18 Uhr erstmal. Also das heißt, wenn ihr es früher sehen wollt, beziehungsweise gerne wieder so gewohnt wie um 12 Uhr sehen wollt, dann schreibt das ruhig gerne in die Kommentare, wenn Pokémon draußen ist. Also ihr müsst euch erstmal von der ersten Folge, sagen wir mal, beeinflussen lassen des Ganzen. Aber nun gut, das kann man halt auch irgendwie machen. Deswegen, ich freue mich drauf. Außerdem werde ich in der kommenden Woche, jetzt in der jetzigen Woche, die starten wird vor der Gamescom, auch bekannt geben, wie es mit dem Format Games Play weitergeht. Wir haben ja auf Twitch-Ebene diesen Namen Games Live. Da laufen, da zocken wir halt live und so weiter, mal dienstags jeden zweiten Dienstag um 8 und donnerstags immer um 8, wenn nicht irgendwie was auf der Welt passiert. Und wir haben die Marke oder beziehungsweise den Bereich Games Play auch noch. Das ist quasi der Let's Play-Bereich. Und da will ich halt in den kommenden Wochen auch wieder was starten. Games Play angezockt zum Beispiel oder halt auch Games Play Test. Obwohl Games Play Test ist jetzt, sagen wir mal, noch nicht
soweit mit dabei, mit angezockt könnte halt sowas werden. Games Play Stories könnte halt das Let's Play Format heißen. Seid gespannt, wie das dann alles aussehen wird. Ich bin es auch und ich hoffe, ihr seid es auch. Deswegen derchotv.de, da ist die Adresse, wo ihr das alles lesen könnt. Könnt ihr mal auch dort mal reinschauen und das mal irgendwie als Lesezeichen speichern. Gibt interessante News. Ja, so viel dazu. Nun gut, damit sind wir durch für Update Medien für heute. Die nächste Ausgabe gibt's morgen dann von Update um 20 Uhr. Update Sport mit dem DFB-Pokal, mit der Premier League und mit Fußball. Alles wie immer also. Und ja, deswegen kann ich dann schon mal sagen, dass die nächste Update-Medienausgabe dann am 31. August stattfindet. Genau, pünktlich zur neuen TV-Saison, die ja immer Ende August startet. Ich glaube, dieses Mal auch wahrscheinlich am 2. September. Je nachdem, wie wir das dann sehen werden. Ich bin gespannt. Deswegen trotzdem auch vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr diesen Kanal zum ersten Mal seht, hinterlasst doch ein Abo und gebt den Daumen rauf. Ich würde mich drauf freuen, also dem Video, den Kanal natürlich auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Update Sport. Bis dahin, einen schönen Samstag und wir sehen uns. Tschüss.